Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder ein Trash-Päckchen für euch. Denn die liebe Heike vom Kanal Heikes kleine Welt und ich haben uns zusammengetan, um eben ja auch mal ein Trash-Paket zusammen zu starten. Sie hatte in einem ihrer aufgebrauchten Videos nämlich von einem Produkt von... Oh Gott, wie heißt denn jetzt die Marke? Denkt ihr, ich komme da gerade drauf? Ich habe irgendwie die ganze Zeit Avant im Kopf, aber es ist so ähnlich. Wahrscheinlich fällt es mir... Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Aber auf jeden Fall hat sie von einem Produkt geschwärmt und ich hatte passenderweise eben noch zwei von diesen Produkten zu Hause, habe die aussortiert, ich hätte sie also eh nicht gebraucht. Und da habe ich dann vorgeschlagen, weißt du was, warum machen wir das Ganze oder warum verpacken wir das Ganze nicht in Form eines Trash-Päckchens? Und so ist dieses kleine Trash-Päckchen hier entstanden. Oder klein, naja, klein ist es nicht. Also es ist so groß, super schwer und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber irgendwas rieselt da durch die Gegend. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf, was sich hier drin verstecken wird. Zu der lieben Heike. Der lieben Heike folge ich mittlerweile auch schon seit einiger Zeit. Und Heike ist eine unheimlich liebe, humorvolle, sympathische, schöne Frau aus Bayern. Also sie ist ein richtig bayerisches Mädel. Heike macht ähnliche Videos wie ich. Also sie macht Unboxings, sie macht Schminkvideos, sie zeigt ihre Make-up-Sammlung und sie ist dabei einfach so herrlich bodenständig und sympathisch. Also Heike hat einen ganz eigenen Sinn für Humor, den ich aber persönlich sehr unterhaltsam finde. Und sie ist einfach wirklich eine bildschöne Frau. Also sie kann sich gut schminken und ich finde einfach mit ihren blonden Haaren, sie sieht immer irgendwie elegant aus und ich mag sie einfach unheimlich gerne. Es ist eine ganz, ganz sympathische Frau, die ich euch mittlerweile wahrscheinlich auch hier oben und unten in der Infobox verlinkt habe. Also tut mir den Gefallen, schaut auf jeden Fall bei ihr einmal vorbei, lasst ihr ein Abo da. Und erfreut euch, wie ich, an ihrem wunderbar bayerischen Dialekt, den ich halt, wie gesagt, wirklich echt, echt toll finde. Aber ich würde sagen, da das Paket wirklich groß und schwer ist und das Video wahrscheinlich so oder so lang genug werden wird, dass wir das Intro an dieser Stelle beenden. Ich öffne jetzt erstmal diesen Oschi und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe jetzt zuerst einmal die Karte rausgezogen, die oben drauf lag. Und das ist auch einfach so eine typische Heike-Karte. Ist so. Ist halt so, dass sie mir genau diese Karte hier in die Box reingelegt hat. Hallo liebe Jenny, toll, dass es nun doch geklappt hat. Du hast eine schöne Schrift. Aber ich muss mich erstmal an deine Schrift gewöhnen. So, so viel Trash hatte ich mit den Ausschlusskriterien nicht. Ja, also ich habe halt schon ein bisschen eingeschränkt, weil, sagen wir mal so, ich weiß, es ist ein Trash-Päckchen, aber man möchte ja trotzdem den Trash, den man bekommt, auch verwenden. Also das ist ja eigentlich das primäre Ziel, dass man Sachen tauscht, die der andere aber auch wirklich gebrauchen kann. Und da habe ich halt eine etwas ausschweifendere Liste gehabt mit Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel Badezusätze. Ich bade halt nicht. Oder Nagellack. Ich darf auf der Arbeit keinen Nagellack tragen, trage allgemein so gut wie nie Nagellack. Das wären einfach Sachen, die bei mir nur rumstehen würden und dafür wäre es dann letzten Endes zu schade gewesen. Gut, mittlerweile mache ich ja auch so viele Trashpäckchen, dass ich das wieder hätte weiterverwenden können für andere Pakete, aber nichtsdestotrotz ist ja trotzdem das Ziel, dass man die Sachen halt selber behält nach Möglichkeit. Viel Freude beim Testen. Liebe Grüße aus Bayern, Heike. Ist so. Ich wette, ich werde aber trotzdem eine Menge finden. Ganz oben auf hat sie mir wahrscheinlich auch aus Polsterungsgründen einmal von der Glow Bag, die Bag, mit reingelegt. Die habe ich teilweise... Habe ich die noch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die habe ich tatsächlich auch noch. Aber die sind halt mal wirklich ganz praktisch, wenn man A mal irgendwie ein Paket auspolstern muss. Oder wenn man eben mal schnell zum Supermarkt muss. Oder. Oh Gott, jetzt, ich wollte nicht reingucken. Ich werde den Karton schon wieder so halb schließen, dass ich wirklich nur ein Teil nach dem nächsten rausziehe. Und wir fangen einfach mal mit dem Raschelprodukt an. Das ist von Saatpur, die Bio-Keimsaat Radish Red Hurricane.
Violetta und Gottes Willen. Violetta und grünblättriger Rettich. Ja, hier hat sie mir also Samen mit reingelegt und ich glaube fast, dass die in der Trend Raider Box mit drin waren. Das ist irgendwie so ein klassisches Trend Raider Produkt. Ja, Keimsaat für Sprossen und Mikrogrün. Das hier werde ich wahrscheinlich einfach meinen Schwiegereltern weitergeben oder vielleicht sogar meiner Mutter. Ich weiß nicht, ob meine Mutter den Balkon schon bepflanzt, aber vielleicht findet meine Schwiegermutter da Gefallen dann. Die haben nämlich einen Garten, die haben ein Beet und können dann vielleicht diesen Rettich anbauen, denn wir haben tatsächlich nur ein Balkonbeet und da stehen 4 Buchsbäume drin, da wir uns die Sache eben so einfach wie möglich machen wollen. Von daher wird das weiter wandeln, aber das ist auf jeden Fall mal ein richtig spannendes Produkt. Ich verschwinde wieder im Paket und ziehe hier gleich so kleine Sachets raus. Hier hat sie mir dreimal von Physiogel Hypoallergenic eine Daily Moisture Therapy Creme mit reingelegt. Das sind 3 so kleine Pads, beziehungsweise 3 so kleine Sachets mit Creme. Ja, die kann man auf jeden Fall immer irgendwie brauchen. Die kann man auch gut zum Verreisen nehmen, denn da nehme ich tatsächlich ungern Originalgrößen mit, da es einfach so viel Platz im Koffer wegnimmt. Und da kommen mir solche kleinen Sachets, ja, wie gerufen. Also Dankeschön dafür. Wir machen mit ein paar Minuten gute Laune weiter. Das sind spielerische Gesprächsimpulse für Paare. Das scheint eine Art Kartenspiel zu sein und ich glaube, das ist fast auch schon wieder so ein Trendraider-Produkt, da ja, das irgendwie auch Trendraider für mich schreit tatsächlich. Und das hier sind einfach nur solche Spielkarten, die man anscheinend dann mit, ja, seinem Partner durchgeht. Und hier sind wahrscheinlich irgendwelche Fragen drauf. Ich kann ja mal schauen. Zeitmaschine. Welcher war für dich der schönste Moment und warum? Ja, und hier hat man halt viele verschiedene Fragen drauf. Das kann man mit Freunden spielen, das kann man mit dem Partner spielen. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Das werde ich mir nachher mal in Ruhe anschauen. Also, Dankeschön dafür. Das ist auf jeden Fall mal ein etwas anderes Trash-Paket-Produkt, was ich aber tatsächlich sehr interessant finde. Und ein Produkt ziehe ich hier noch raus. Von Balea, die Handcreme Magic Forest mit märchenhaftem Duft für trockene Hände. Sehr schön. Handcreme geht immer und die riecht, oh Gott. Die riecht wirklich gut. Die riecht wirklich gut. Ich habe jetzt gerade erst meine Handcremes sortiert und sie in eine Box gepackt, dass ich die halt mal alle auf einem Haufen habe. Ich habe Handcremes für das, bis in das Jahr, keine Ahnung, 2028 wahrscheinlich, aber oh, die riecht halt echt gut, ne? Die riecht sehr süß. Aber ich kann den Duft nicht ganz fassen, was das genau für eine Süße ist. Die riecht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Und Balea Handcremes oder allgemein die Handcremes von Rossmann, von DM, die finde ich allgemein immer sehr schön. Gerade auch diese Limited Editions. Und da freue ich mich sehr drüber. Vielen lieben Dank. Wir machen einmal weiter und das nächste Produkt, was ich hier rausziehe, wäre die passende Cremedusche von Balea, nämlich die Magic Forest Cremedusche mit traumhaftem Duft, mit märchenhaftem Duft. Ja, ich meine, wir wissen alle, mein Duschgelvorrat, der hält wahrscheinlich noch länger als mein Handcremevorrat. Aber sie hat das hier übrigens sehr gut zugeklebt, dass hier auch ja nichts aufgehen kann und auslaufen kann. Das gerade war übrigens mein knurrender Magen, da ich wie immer noch nicht gefrühstückt habe. Ja, auch die riecht wunderschön. Die Optik ist super schön und Duschgel geht immer. Ich muss das nur schnell verstecken, dass mein Mann nicht sieht, dass ich noch ein Duschgel bekommen habe. Denn uns geht tatsächlich so langsam der Platz aus, wo wir Duschgel verstauen können. Aber das sieht zuckersüß aus, das riecht gut und das werde ich definitiv dann auch irgendwo reinschmuggeln. Dankeschön. Als nächstes habe ich hier ein relativ großes Pöttchen rausgezogen. Und das wäre einmal von My New Hair eine Keratin-Tiefenpflege-Haarmaske. Kraft und Pflege mit Keratin und Kokosnussöl. Schön. Also Haarmasken habe ich natürlich auch einen Vorrat von bis was weiß ich wohin. Aber Haarmasken finde ich halt auch wirklich gut. Also ja, die riecht auch sehr angenehm, hat einen ganz
ganz leichten Kokosduft, also wirklich ein ganz, ganz leichtes Kokosaroma nur. Die werde ich mir auf jeden Fall noch mit ins Badezimmer stellen. Die hatte ich auch, glaube ich, bei dir in dem einen Unboxing tatsächlich gesehen. Und ja, Haarmasken kann ich immer gebrauchen. Kraft und Feuchtigkeit für die Haare gehen auch immer. Also Dankeschön dafür. Und ein Produkt ziehen wir hier noch raus. Das wäre von My New Hair ein Keratin-Shampoo. Ja, ich hatte es vorhin ja kurz angeschnitten. Shampoo kann ich wirklich auch nur verwenden, wenn ich den passenden Conditioner dafür habe. Jetzt habe ich hier natürlich die passende Maske, aber mir würde wahrscheinlich noch der Conditioner fehlen. Vielleicht versteckt er sich auch noch im Paket, das weiß ich nicht. Aber hier hätten wir auf jeden Fall das passende Shampoo zu der Maske. Wenn jetzt noch der passende Conditioner mit in dem Paket ist, werde ich das sehr gerne verwenden. Wenn nicht, wird das hier weiter wandern. Ich habe jetzt hier so eine ganze Hand voller Kleinigkeiten gegriffen, die mir aber immer wieder aus der Hand rausfallen. Hier habe ich jetzt mit einem Mal 4 Produkte rausgezogen. Anfangen würde ich einmal mit einem Produkt von Essence. Das ist ein Cooling Hydra Face Balm. Okay, das habe ich tatsächlich so in der Art und Weise bis jetzt nur von Milk Cosmetics gehabt. Das ist relativ duftneutral, würde ich sagen. Und das ist einfach hier nur so ein kleiner, sieht aus wie so ein kleiner Fettstift, den man wahrscheinlich dann einfach auf das Gesicht gibt, damit es eben so ein kleines bisschen runterkühlt, werde ich wahrscheinlich weitergeben, da mir solche Produkte einfach ein kleines bisschen zu fettig für das Gesicht sind. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Dann von Josephine Cosmetics, ist das der Highlighter? Genau, Natural Flawless Liquid Highlighter in der Farbe Meet Claire. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe dir diesen hier auch in das Paket gelegt. Denn den habe ich durch die ganzen Beautyboxen auch zuhauf bei mir zu Hause. Von daher werde ich den hier weitergeben, eben da ich ihn bei mir auch schon aussortiert habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich ihn dir auch in das Paket gelegt habe. Wir hätten, schön, ein Kokosnuss-Lip-Balm von Action. Sieht einmal so aus, also einfach ein ganz klassischer Pflegestift. Und ihr wisst, Kokos mag ich sehr gerne. Lippenbalsam kann ich auch immer gebrauchen, da ich echt rissige und spröde Lippen habe. Von daher, hierfür finde ich auf jeden Fall Verwendung. Dankeschön. Und zu guter Letzt hätten wir hier einen Kajalstift von Max & More, also von der Eigenmarke von Action. Der kommt in einem richtig schönen Goldton daher. Den werde ich nachher auf jeden Fall mal swatchen. Ich habe nämlich schon einen goldenen Kajalstift. Von daher muss ich mal gucken, inwieweit der dem anderen ähnelt. Denn wenn der zu ähnlich sein sollte, brauche ich halt keine 2, dann wird der weiter wandern. Aber ansonsten finde ich goldene Kajalstifte auch gerade für den Augeninnenwinkel sehr schön. Als nächstes habe ich hier ein relativ großes und schweres Produkt. Ach, das ist eine Blissim-Box. Ach, wie schön. Und die Blissim-Box ist mit so vielen Sachen gefüllt, dass ich gerade nicht glaube, dass du dich an die 20 Sachen gehalten hast. Das ist auf jeden Fall die, ich glaube, aktuelle Blissim-Box, die man nämlich auch ausmalen kann. Und die liebe Heike hat diese Box einmal vollgepackt bis oben hin. Also hier sind wirklich, reichlich viele Sachen mit dabei. Wir hätten hier einmal von Douglas den Ultimate Satin Long Lasting Liquid Lipstick in der Farbe Pink Shield. Der, liebe Heike, nimm's mir nicht krumm, wird weiter wandern, weil Pink trage ich persönlich einfach nie auf den Lippen. Liquid Lipsticks trage ich aktuell tatsächlich auch sehr, sehr selten. Von Douglas hatte ich tatsächlich, glaube ich, noch nie ein Produkt von der Eigenmarke, also zumindest was Kosmetik angeht. Aber die Farbe hier wird weiter wandern. Dann hätten wir einmal von Belle ein Sweet Melody Blush in der Farbe My Harmony. Hier steht auch noch viel auf Polnisch drauf. Ich weiß gerade gar nicht. Ah, der ist noch komplett unbenutzt tatsächlich. Ich werde den einmal eben hier öffnen. Und hier hätten wir, auch schön, einmal so einen dreigeteilten Blush mit drin. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man die verswirlt, dass da so ein schöner,
ja, nudig frischer Rosé-Ton bei rauskommt. Also den werde ich definitiv einmal ausprobieren. Dankeschön. Dann, Heike, alleine hier sind ja schon fast 10 Produkte drin. Das heißt, du hast mehr Produkte reingetan als ausgemacht. Wir haben hier einmal von Frank Buddy das Coffee Scrub. Da habe ich mich ja so ein bisschen drüber lustig gemacht, da das ja in irgendeiner Box, ich glaube sogar in der Blissim-Box drin war, und dass das praktisch als volles Produkt gegolten hat. Aber jetzt habe ich das Produkt zu Hause, das heißt, das Kaffee-Peeling werde ich definitiv einmal ausprobieren. Wobei die Dusche danach wahrscheinlich aussehen wird wie Sau, aber kann man ja abwaschen. Dann, von Love hätten wir hier einmal einen Blushment Blurring Blush. Ich habe einen einzigen davon zu Hause und finde den wirklich toll. Wenn das jetzt eine andere Farbe ist, genau, Be the Game Changer, dann könnte ich mir vorstellen, oh ja, der ist schön. Das ist nämlich so ein richtig schöner Rosaton. Und so ungern ich Rosa tatsächlich auch auf den Lippen trage, so gerne trage ich Rosa auf den Wangen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schöne, frische, frühlingshafte Farbe. Oh, der ist sehr hell. Der ist sehr, sehr hell. Ich weiß nicht, wahrscheinlich könnt ihr den auch nicht so gut sehen auf meinem Handrücken. Der ist sehr, sehr hell. Ich muss gucken, ob das bei mir funktioniert. Aber den werde ich definitiv ausprobieren, da ich die Blushes von Love sehr, sehr gerne mag. Meine Güte, ist hier viel drin, Heike. Wir hätten hier einmal... Ich glaube, das sind... Oh Gott, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Hier hat sie mir solche... Das sieht aus wie ökologische runde Bierdeckel. Aber ich glaube, wenn man die nass macht, plufen die so ein bisschen auf und es sind vielleicht solche Wattepad-Ersatzteile. Ich habe keine Ahnung. Also hier musst du mir mal bitte sagen, um welches, was für ein Produkt es sich hierbei handelt. Also ich glaube tatsächlich, dass man die feucht macht und dass man sich dann damit abschminken kann. Aber sicher bin ich mir nicht, aber es würde auf jeden Fall Sinn machen. Dann, ich versuche hier mal ein bisschen schneller durchzugehen, da das Video echt lang wird sonst, von Wet and Wild hätten wir eine Mega Volume Mascara hier drin. Super, Mascaren, gerade die auch Volumen spenden, kann ich immer gebrauchen. Das heißt, die hier werde ich sehr gerne verwenden. Dann hätten wir einmal von Bachblüten den Holzapfel oder das Holzapfel, die Holzapfel-Essenz, glaube ich. Genau, die kann man in ein Glas mit Wasser geben und schluckweise trinken. Ja, ich bin jetzt nicht so der Schüsslersalze, homöopathische Bachblüten-Mensch. Von daher werde ich das hier weitergeben. Aber nichtsdestotrotz ist es eine spannende Sache. Dann hätten wir hier von Essence die Highlight Drops in der Farbe Rosy Aura. Rosafarbene Highlighter finde ich immer wunderschön. Ich habe einen von Hourglass, der auch wirklich so richtig schön im Licht changiert. Und flüssige Highlighter in Rosa habe ich gerade tatsächlich nicht. Das heißt, die hier werden auf jeden Fall in meine Sammlung wandern. Dann hätten wir von Balea die Body Lotion Magic is in the Air mit Vanille und Nelken Latte Duft. Die wird weiter wandern, da mir der Duft einfach ein kleines bisschen zu prominent ist, um ehrlich zu sein. Dann von Ila Maska den Liquid Eyeliner. Den habe ich bei mir, glaube ich, tatsächlich auch aussortiert, habe ihn aber nicht verwendet. Ich glaube, jetzt, wo er praktisch wieder zu mir zurückgekommen ist, werde ich die Chance einfach nutzen und den wieder zurück in meine Sammlung geben. Hier haben wir übrigens noch mehr von diesen ominösen gelben Pads. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das Abschminkpads sind, aber ich kann halt auch wirklich massiv daneben liegen. Wir haben einmal einen kleinen Nougat-Bite und von Kia Carlotta einen Lipstick in der Farbe Game Changer. Oh, ist das diese schöne Beerenfarbe? Oh ja, das ist eine richtig schön dunkle, beerige Farbe, die ich auf jeden Fall sehr gerne mag. Ich habe sehr viele von diesen Lippenstiften bzw. von dieser Farbrichtung bei mir zu Hause. Aber ich finde die Farbe schon schön. Also ich werde ihm zumindest mal eine Chance geben, um ihn mal auszuprobieren. Das heißt, der wird auf jeden Fall auch in meine Sammlung wandern. Und die letzten beiden Produkte hier aus der Blissim-Box wären einmal von La Vera ein
Rouge in der Farbe Pink Harmony. Und das ist schon sehr krass. Also das ist schon ein richtig krass pinker Blush, den ich aber auch sehr schön finde. Also der geht fast so ein bisschen in die kühle Richtung. Und ja, den werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und zu guter Letzt... Oh, ist das ausgelaufen? Nee, das hier ist von... Ah, das ist eine Duftprobe von Larisé. Das sind ja die, die Dupes zu den teuren Düften machen. Oh, ich kenne den Duft. Das ist Larisé 22. Ich kenne den Duft. Ich kenne den Duft. Aber ich weiß nicht, welcher das ist. Ich weiß nicht, ob das der... Oh Gott, wie heißt denn der eine, wo Julia Roberts für Werbung macht? La Vie est Belle. Das könnte La Vie est Belle sein, aber ich könnte auch wirklich massiv daneben liegen, da ich ein ganz schlechtes Duftgedächtnis habe. Aber das war auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne, prall gefüllte Box. Und Heike, ich glaube, du bist, was die Produktanzahl angeht, so ein kleines bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr über die einzelnen Produkte. Ich werde denen allen mal eine Chance geben, sie ausprobieren. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Wir hätten hier einmal von Alverde ein Lip Scrub in der Geschmacksrichtung Sweet Berry. Das klingt auf jeden Fall richtig gut, aber Lippenpeeling benutze ich tatsächlich eigentlich gar nicht, also so gut wie gar nicht, da ich eben wirklich so empfindliche Lippen habe. Und wenn, dann knabber ich mir tatsächlich die tote Haut einfach so runter und brauche dafür kein extra Peeling, um ehrlich zu sein. Und von Revolution hätten wir einmal einen Eyeliner, einen ganz klassischen schwarzen Kajal. Sowas geht ja wirklich immer. Ich weiß auch gar nicht, wie viel schwarze Kajalstifte ich bei mir in der Sammlung habe, aber nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank. Hier sind immer noch so unglaublich viele Sachen drin. Ich weiß nicht, ob Heike vergessen hat, dass wir nur 20 Produkte ausgemacht haben, denn ich habe mich tatsächlich sehr penibel daran gehalten. Aber wir machen einfach mal direkt weiter mit einem Duschgel von Yves Rocher. Und zwar ist das einmal Orange Fondant. Zitrusduschgele sind immer ein bisschen schwierig bei mir. Oh, das ist was für meinen Mann. Das riecht nämlich 1:1 nach diesen Softcakes. Diese weichen Kekse, die mit diesem Orangengelee gefüllt sind, die oben Schokolade drauf haben. Ja, das riecht 1:1 nach diesen Softcakes, nach diesen Jaffa Cakes. Und mein Mann liebt diese Kekse. Das heißt, er wird wahrscheinlich dieses Duschgel auch sehr lieben, da er dann wie so ein Keks riechen wird. Also vielen lieben Dank, das gebe ich sehr gerne an meinen Mann weiter. Dann hätten wir hier einmal von Labello den Overnight Care Labello mit Lavendelöl. Den habe ich tatsächlich bei mir auch weitergegeben, da ich persönlich jetzt nicht der größte Fan bin, wenn es eben um Lavendeldüfte geht. Labello an sich mag ich sehr gerne, aber das Lavendel-Thema war mir da ein bisschen zu heikel. Aber das ist gar kein Problem, der ist ja noch super schön neu eingepackt, den gebe ich auf jeden Fall weiter. Dann hätten wir hier von Spa Moments, der wird aus dem Action sein, ein Body Spray mit Japanese Cherry Blossom, also mit japanischen Kirschblüten. Und Kirschblütenduft finde ich eigentlich immer ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, das riecht auch sehr gut und ich finde es auch gut, dass das so eine kleine Größe ist, denn mit den großen Größen habe ich tatsächlich immer ordentlich zu kämpfen, da ich gefühlt ein Jahr brauche, um ja durch so ein Bodyspray durchzukommen. Aber japanische Kirschblüte finde ich immer gut, die Größe ist super, von daher, das werde ich sehr gerne benutzen. Dankeschön dafür. Und zu guter Letzt von Soul Clean hätten wir hier einmal dieses transparente, lose Puder, welches ich allerdings auch bei mir schon aussortiert habe, welches weiter wandern wird, aber das wird ohne Probleme in einem nächsten Trash-Päckchen landen und ja, dafür ist das ja auch immer gut und Dankeschön, liebe Heike. Wir machen mit den nächsten Produkten weiter und hier hätte ich auch wieder ein Orangen-Duschgel. Ich glaube, Orange ist nicht ganz so deins. Kann das sein? Also du hast mir jetzt schon zwei Orangen-Produkte mit hier reingelegt. Oh, das war richtig gut.
eingepackt, aber trotzdem ist das irgendwie so ein bisschen ausgelaufen. Ich will jetzt nicht. Das klebt alles. Da hat mich doch glatt mein Akku einmal verlassen. Das Orangenduschgel. Ich habe es zur Seite gestellt, da das da oben wirklich ziemlich verschmiert war. Roch auf jeden Fall ganz, ganz dezent nach Orange. Vom Duft fand ich das wirklich angenehm. Also ja, kommt das mit in den unendlichen Duschgelvorrat, den ich nachher irgendwie verschmuggeln muss. Wir machen aber mit dem nächsten dekorativen Produkt weiter. Und das wäre einmal dieser Blush-Stick von Milk in der Farbe Work. Den habe ich, ich weiß, ich wiederhole mich, auch schon aussortiert, da ich die Farbe an mir leider nicht mochte. Das ist eigentlich ein ganz schöner, dunkler Rosenholzton, aber irgendwie sah der an mir nicht aus. Also ich habe den verwendet und das sah nicht aus, von daher wird der hier weiter wandern, aber Milk ist natürlich eine richtig tolle Marke, also Dankeschön dafür. Ein Produkt, was gefühlt bei jedem weiter wandert und ich habe es wahrscheinlich auch schon um die 5 Mal weitergegeben, wäre einmal dieser Rosé Gua Sha. Der war irgendwo mal in der Glossy Box drin, den hatte irgendwie jeder und jeder gibt den weiter. Also das ist wahrscheinlich auch von einem anderen YouTuber irgendwie ein Überbleibsel, da der gefühlt wirklich jeden verlassen muss. Und was ich sehr cool finde, von Isana, die Nachtcreme mit Q10. Das passt wie gerufen, da ich aktuell nämlich nur noch eine einzige Nachtcreme in Anwendung habe und keine mehr im Backup habe. Q10 kann man natürlich mit Anfang 30er Haut immer gut gebrauchen und die finde ich wirklich, wirklich toll. Ist wahrscheinlich noch zu, genau. Man riecht auch nicht so wirklich was durch, aber die finde ich super, weil dann muss ich mir jetzt natürlich keine weitere Nachtcreme kaufen, sondern habe direkt eine, die ich bei mir ins Backup stellen kann. Also hierüber freue ich mich sehr. Dankeschön. Ich habe jetzt noch 4 weitere lose Produkte aus dem Paket gezogen und hier hätten wir einmal ein Produkt aus der aktuellen Blissim Box, nämlich von Bioderma ein Purifying Cleansing Foaming Gel. Das finde ich sehr interessant, denn normalerweise mag ich ja keine Gel-Cleanser, aber dieser hier soll aufschäumen. Und den habe ich bei ihr im Video schon bewundert, bei der lieben Irene im Video bewundert. Von daher freue ich mich sehr, dass ja, du ihn abgegeben hast und ihn zu mir ins Paket gelegt hast. Also vielen lieben Dank, das werde ich sehr, sehr gerne ausprobieren. Dann hat sie mir einen Pinsel von Essence reingelegt und zwar einmal den Blush Brush. Das ist einmal dieser kleine süße Mini-Pinsel hier. Da werde ich mal schauen, ob der abgeschrägt ist oder nicht. Der scheint eine leichte Schräge mit drin zu haben. Wahrscheinlich werde ich den weiter wandern lassen, da ich abgeschrägte Pinsel immer so ein bisschen schwierig in der Anwendung finde. Ich trage meinen Puder bzw. meinen Blush tatsächlich lieber mit rundgebundenen Pinseln auf. Aber der ist wirklich sehr schön, noch komplett neu. Also Dankeschön, liebe Heike. Dann hätten wir hier einmal eine Foot and Leg Cream. Und wer Heike kennt, der weiß, sie hat es nicht so mit Füßen. Nicht mit ihren eigenen, nicht mit denen der anderen. Und mich stört das nicht. Also ich meine Füße sind meine Füße, ich komme mit denen klar. Andere Füße muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber mit meinen eigenen Füßen komme ich eigentlich ganz gut klar und creme die auch gut und regelmäßig ein. Und da kommt das hier, wie gerufen, wie auch schon die Nachtcreme. Denn ich habe tatsächlich nur noch eine Fußcreme in Benutzung. Die ist auch fast leer. Das heißt, ich war schon so kurz davor, mir eine neue zu bestellen. Ja, jetzt habe ich eine neue Fußcreme und werde die sehr, sehr gerne verwenden. Dankeschön. Und dann hat sie mir hier was in so einen kleinen Umschlag gelegt. Und das ist auch nochmal ein Pinsel, so wie es aussieht. Von Revolution ist das einer. Hier steht jetzt nicht drauf, welcher das ist, aber das ist ein ja, schmal gebundener, gerade hochgehender Pinsel. Der hat ganz, 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 ganz weiche Borsten, ist ein bisschen abgerundet und der würde sich wahrscheinlich gut für den Highlighter machen. Oder eben auch für die untere Augenpartie tatsächlich. Ja, solche Pinsel kann ich immer gut gebrauchen. Dankeschön. Alle guten Dinge sind 3, denn die liebe Heike hat mir noch einen dritten Pinsel mit reingelegt. Und ich glaube,
Die liebe Heike ist auch kein Fan von abgeschrägten Blushpinseln, denn hier hätten wir einmal den abgeschrägten Blushpinsel von Luvia. Den habe ich auch weitergegeben. Ich glaube, ich habe ihn aber nicht dir ins Paket gelegt, sondern wem anders. Und ja, ich glaube, wir beide, Heike, sind keine Fans von solchen abgeschrägten Blushpinseln. Von daher nimm es mir nicht übel, aber der wird wohl auch weiter wandern. Dann hat sie mir vermutlich auch wieder aus der Trendradar Box einen Coffee Cup to go mit reingelegt. Aus Biokunststoff, nachhaltig, wiederverwendbar, umweltfreundlich, Spülmaschinen geeignet. Das ist sehr wichtig, da ich eigentlich so gut wie alles in die Spülmaschine schmeiße. Und, ach ja, der ist putzig. Das ist ein kleiner Coffeebecher to go. Der hat auch so ein bisschen diese Optik, als hätte man sich jetzt gerade bei Starbucks oder bei Beisack oder wo auch immer einen Kaffee geholt und nimmt den eben so einmal mit. Ist relativ schwer zu öffnen, was aber auch gut ist, er soll ja halten. Und ja, also da finde ich definitiv Verwendung für, denn solche To-Go-Becher kann man immer mal gebrauchen. Und ich habe tatsächlich auch gar nicht so viele von zu Hause, also ich habe eher Glasflaschen und die nehme ich ungern mit, weil ja, irgendwann schmeiße ich die dann doch immer mal runter und bei Glas ist das natürlich immer so eine Sache, aber das ist eine sehr coole Sache, vielen Dank. Dann sind hier noch überall solche kleinen Nougat-Bonbons mit drin. Und die liebe Heike hat mir noch aus der Brigitte-Box das Brigitte-Magazin mit reingelegt. Dankeschön, da werde ich nachher definitiv auch mal reinblättern. Und zu guter Letzt, Heike, du hast schon übertrieben, ne? Also wir hatten 20 Produkte ausgemacht und das waren jetzt definitiv mehr als 20 Produkte. Denn sie hat mir hier unter anderem von der My Little Box noch einen Beutel mit reingegeben. Das ist My Little Box mit der Zusammenarbeit von Season Paper. Das wäre nämlich einmal diese große, blumige Tasche hier. Also ein richtig ordentlich großer Beutel. Und hier unten ist nochmal so ein kleines, fast schon Portemonnaie mit dran. Also, ja, Beutel, ganz ehrlich, kann ich auch immer gebrauchen. Und selbst hier, oh Gott, sind noch Paletten drin. Heike, wir haben 20 Sachen ausgemacht. Und jetzt hat sie mir hier nochmal mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paletten reingelegt. Heike, du bist doch verrückt. Also das ist so ein immenses Trashpäckchen, meine Liebe. Ich meine, versteh mich nicht falsch, ich freue mich tierisch darüber. Aber wir haben doch nur 20 Sachen ausgemacht. Und ich habe mich daran gehalten. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit den Paletten weiter. Also du verrückte Nudel. Vielen lieben Dank dafür. Wir hätten hier einmal von Catrice die Superbia Volume 1 Warm Copper Eyeshadow Palette. Einmal, ach Gottchen, die ist ja putzig. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, dass die solche wabenförmigen Lidschattenpfännchen hier drin hat. Also das ist auf jeden Fall eine sehr schön neutrale Palette. Habe ich so in der Art und Weise natürlich zuhauf zu Hause, klar. Aber solche Paletten nehme ich dann auch immer ganz gerne mit, wenn es eben ums Reisen geht. Da sind mir solche kleinen Paletten immer doch am liebsten. Dann hätten wir einmal von Botanic Beauty die Bare Essentials Eyeshadow Palette. Die wird wahrscheinlich, genau, auch eher so ein bisschen neutraler sein. Ich versuche mal den Spiegel mit irgendwas abzudecken. Aber die wird auch eher auf der neutralen Seite liegen. Auch eine sehr schöne Palette, allein schon da sie hier unten auch, okay, das ist doch das ist so ein Blaugrau. Also mit der kann man auf jeden Fall sowohl neutrale Looks als auch etwas dramatischere Looks mitschminken. Da hat man auf jeden Fall eine richtig schöne Auswahl. Dankeschön dafür. Die nächste Palette wäre einmal von Revolution und das wäre eine sehr rosige Palette. Rosige Paletten finde ich persönlich immer sehr schön. Die trage ich tatsächlich auch immer sehr, sehr gerne auf den Augen. Und hier hat man wirklich das ganze rosig-nudige Sortiment. Also die gefällt mir sehr, sehr gut, da sie auch wirklich matte Töne beinhaltet, schimmernde Töne und eben das ganze Spektrum an Rosatönen. Dankeschön, liebe Heike. Dann von Bella Pierre die Blushing-Palette. Die beinhaltet einmal diese 6 Blush-Farben. Oh, jetzt schmiere ich hier mit der Karte alles voll. Diese 6 Blushfarben beinhaltet die Palette und fairerweise sind die auch wirklich schön. Also das sind wirklich
6 richtig, richtig schöne Blush-Farben, aber ich bin leider kein Fan von Bella Pierre. Also ich finde die Marke, um ehrlich zu sein, ganz furchtbar. Ich hatte die auch schon zuhauf in der Glossy Box. Ich war nie zufrieden mit der Pigmentierung, mit den einzelnen Produkten an sich. Von daher wird die hier definitiv weiter wandern, auch wenn ich sagen muss, fairerweise, dass wirklich schöne Blushes hier mit drin sind. Dann die vorletzte Palette wäre einmal von Max Factor eine Palette, die Nude Palette Cappuccino Nudes. Hier ist auch noch so ein kleiner Schaumstoffapplikator mit drin. Das wäre einmal die Palette, also auch hier wieder eine sehr natürlich gehaltene Palette mit matten Tönen, mit Schimmertönen. Ja, auch so eine kleine Pocket Size. Und zu guter Letzt, wo wir wieder beim Thema sind, Bella Pierre Cosmetics, die Ultra Glow Highlighting und Bronze Palette, die du aber schon gut benutzt hast. Also Chapeau, ich habe meine nämlich immer direkt unbenutzt weitergegeben, da ich wie gesagt nicht so der größte Fan von Bella Pierre bin. Aber die hier wurde zumindest schon einige Male verwendet, von daher gehe ich davon aus, dass du zumindest kurz damit Freude hattest. Aber ja, die wird dann wahrscheinlich auch weiter wandern, weil ich eben, wie gesagt, kein großer Fan von Bella Pierre bin. So, das war's. Heike, Wahnsinn. Was ein Paket. Also mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass du mir wahrscheinlich mehr als 20 Teile reingelegt hast. Dankeschön. Also Dankeschön für so ein schönes Paket. Hier war ja wirklich so eine immense Auswahl an Produkt drin. Ich hatte ja alles. Ich habe was für die Haare, für den Körper, für die Füße, für die Lippen, für die Augen, Pinsel en masse. Und dann eben etwas ausgefallenere Sachen wie die Tasche, den Kaffeebecher. Dankeschön. Also das war wirklich ein richtig liebevoll zusammengestelltes Paket. Ich weiß, dass ich dir eine gute Liste gegeben habe an Sachen, die du mir vielleicht nicht reinlegen solltest. Und dass du trotz allem mir so ein tolles Paket geschnürt hast. Dankeschön, wirklich. Also ich bin so zufrieden. Ich kann mit vielen Sachen eine Menge anfangen. Ich habe aber auch wieder einiges, was ich in Trash-Pakete geben kann, dass ich wieder nochmal neue für euch machen kann. Und ja, ich bin einfach wirklich sehr zufrieden mit der Auswahl, mit den Sachen, die du mir geschickt hast. Und bin einfach nur froh, auch wenn es mehr Teile waren, als wir ausgemacht haben. Aber liebe Heike, du hast mir damit wirklich eine große Freude gemacht. Also wirklich Dankeschön für so ein schönes Paket. Ich finde die Tasche auch gerade richtig toll. Und nachher setze ich mich aufs Sofa, schmücke so ein bisschen in der Brigitte drin rum, während das Video gerade am Hochladen oder am Verarbeiten ist. Und ja, ich hoffe natürlich, dass dir auch mein Paket gefallen hat, der Inhalt, den ich dir geschickt habe. Wenn ich den Link dazu habe, werde ich euch das Video hier oben irgendwo verlinken oder auf jeden Fall unten in der Infobox mit verlinken, dass ihr auch bei ihr einmal vorbeischauen könnt, um zu gucken, was ich der lieben Heike geschickt habe. Aber, ihr Lieben, ansonsten wären wir am Ende dieses Trash-Päckchens angekommen. Ich denke, es ist mal wieder etwas ausschweifender geworden, aber wie gesagt, für solche Pakete nehme ich mir dann auch wirklich gerne die Zeit und zeige das wirklich ausführlich. Ich finde, das gehört sich so und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch entweder einen guten Start ins Wochenende oder einen guten Start in die neue Woche oder eine schöne Restwoche, da ich nicht weiß, wann dieses Video hier online gehen wird. Auf jeden Fall wünsche ich euch nur das Beste, viel Gesundheit und macht's gut. Ciao!